Fanden, hier ist euer Abraham zurück in Watch Dogs Legion und ich gehe jetzt langsam an die Hauptmission ran und werde diese Stück für Stück abarbeiten, um zum Ziel zu kommen. Wir haben jetzt hier eine 404 Mission und zwar eine von diesen Hacker Crack und das Thema ist Initiation. London, und hier ist 404, das erste Peer-to-Peer-Hacktivisten-Netzwerk. Jeder ist willkommen. Wenn ihr was verändern wollt, dann hier. Wir bringen die Elite zu Fall. Auftrag für Auftrag. Hab ich aus dem Dark Web. Offenbar gründen die coolen Kids heutzutage Hackergruppen. Aber diese 404-Typen könnten uns nützlich sein. Wenn jeder willkommen ist, dann sind wir das auch. Wir sollten 404 unterwandern. Ihre Connections können uns weiterhelfen. Wenn du freundlich bist, schalten sie für dich vielleicht Zero Day aus. Übrigens, vielleicht sind sie ja Zero Day. Finde das mal heraus. Ich habe Straßenaufnahmen von einem C2S-Hub gefunden, der voller 404-Graffiti ist. Sie markieren ihr Revier wie ein Chihuahua auf Speed. Ich markiere dir die Position des Hubs auf deiner Karte. Wir greifen hier auf einen versteckten Hub zu und werden dann weitere Informationen zum Fortlauf dieser Mission bekommen. CTOS Hub lokalisiert. Wenn du das hörst, heißt das, du möchtest mehr über 404 erfahren, wissen, was wir wissen, tun, was wir tun. Begib dich zum Walkie-Talkie-Club. Es ist nicht gerade ein Geheimnis, dass er nur eine Fassade für Clan Kelly ist. Aber da gibt es noch andere Geheimnisse. Vor Ort erfährst du mehr. Der Hub hat gerade eine Riesenmenge Daten an deine Optik geschickt. Wie dreist!
Gefahr. Fahrzeug in kritischem Zustand. Bitte steigen Sie sofort aus. Auf geht's zum Walkie-Talkie-Club. Der Walkie-Talkie-Club befindet sich... befindet sich in einem der oberen Stockwerke dieses Gebäudes und auch hier waren wir schon einmal oder wir kommen nochmal her. Erinnert euch dann hoffentlich wieder daran, dass wir hier im Außenbereich etwas Schönes kreiert haben, nämlich diese der Drohne sozusagen eine Schaltung freigemacht mit diesem schönen Schaltungsrätsel. Und wir fahren jetzt erstmal mit dem Aufzug hoch und lassen uns überraschen. Den Walkie-Talkie-Club erreicht, wo diejenigen mit mehr Geld als Verstand beides verlieren. Der Walkie-Talkie-Club wird von allen möglichen Mitgliedern der korrupten Elite frequentiert und die Besitzer, Clan Kelly, haben vor Ort eine KI, die ihr Impressumsmaterial sammelt. Finde diese KI, damit wir mit eigenen Augen sehen können, was dieser korrupte Abschaum zu verbergen hat. Und wieder müssen wir hier in diesen kleinen Bereich rein mit den Büros und sollen jetzt hier eine KI hacken, die eine Gesichtserkennung unterstützt bzw. Auch für uns Personen finden kann. Nichts. Die KI ist gar nicht hier. Nur ein Relais, das die Daten aus dem Club nach draußen schickt. Ich finde raus, wohin, und du findest raus, wie du aus diesem lauten, widerlichen Drecksloch kommst. Deal? Deal. Und schon sind wir wieder raus aus dem Gebäude und es geht weiter mit unserer Mission.
Ich habe ein bisschen nachgeforscht und die Gesichtserkennungs-KI stammt wohl von BrokerTech. BrokerTech? Das ist eine der größten Softwarefirmen der Welt. Die machen sich nie die Finger schmutzig. Wenn die Erpressungsmaterial von den Kellys kaufen, ist das eine große Sache. Alles, was die KI hier sammelt, landet direkt in der Zentrale von BrokerTech. Um die Daten zu bekommen, müssen wir dahin. Im nächsten Abschnitt müssen wir die KI der BrokerTech lahmlegen, löschen. Ich bin gespannt. Jedes Jahr immer das Gleiche. Bessere Abschlussnoten, aber immer weniger Möglichkeiten. Wir bei Ixtatec glauben, dass sich harte Arbeit lohnen sollte. BrokerTech erreicht. Marktführer bei innovativer Software- und KI-Technologie. Gegründet von CEO Sky Larsen mit gerade mal 25 Jahren. Das nenne ich Ehrgeiz. Dort drin muss so viel Erpressungszeug aufbewahrt werden. Das Zeug hat keine Macht mehr, wenn es überall bekannt ist. Ich nehme an, das ist genau das, was unsere 404-Freundin im Sinn hat. So gut wie erledigt. Wieder ein Schaltkreisrätsel, das wir dieses Mal ganz einfach mit einer Kamera lösen können. Und ja, schaut euch einfach mal das Ergebnis bzw. die Lösung dazu an. Und jetzt kommen wir zum schwierigen Teil der Mission, wo ich vorher noch dachte, wir können das einfach so mit einer Kamera machen. Haben wir jetzt hier tatsächlich das Problem, dass wir doch noch in das Gebäude rein müssen, damit wir direkt an diese Steuerung herankommen. Von daher muss ich mich jetzt erstmal hier unauffällig hereinschleichen.
gehe weiter. Hier ist nichts. Lasst euch nicht überrumpeln. Spider-Bot ausschalten. Die Spinne ist nicht von allein hergekommen. Findet den Verantwortlichen. Man hat gesichert. Geh weiter.
habe das ganze Erpressungsmaterial und... Meine Güte, sind Menschen widerlich. Wie ist dieser Politiker, der so auf Familienwerte pocht, wohl findet, wenn seine SM-Sessions öffentlich werden? Ach, finden wir es doch einfach raus. Das Material ist jetzt geleakt. Gut. Und wie ihr schon gesehen habt, konnte ich das Ganze dadurch lösen, dass ich ihr einen Spider-Bot genommen habe. Also persönlich musste nicht wirklich sein. Ich denke mal, ich hätte noch mehr Schaden anrichten können, als ich das schon gemacht habe. Aber es ist so ein guter Mittelweg. Ich bin mal gespannt, ob ihr das auch besser hinkriegt als ich. Und jetzt sollen wir uns mit Daud treffen am Somerset House. Ich würde sagen, das ist eine angemessene Vergütung. Ich wollte sagen, dass es ein undankbarer Job ist, aber jemand hat uns gerade ein Video namens vielendank.mp4 geschickt. Also ist es wohl ein dankbarer Job. Zeig her. Das war dein erster Auftrag für 404. Das erste Peer-to-Peer-Aktivisten-Netzwerk im Darkwell. Es ist mein Netzwerk. Ich vergebe die Aufträge. Mehr musst du nicht wissen. Ich bin niemand. Ich bin Naut. Und ich bin mit deiner Optik verbunden. Also sehen wir mal, wer du bist. Moment. Huh. Bist du von DedSec? Oh, das ist verdammt cool, Mann. Ja, schon besser. Das Glück ist uns heute hold, DedSec. Die Welt ist am Arsch. Aber wir können die Dinge in Ordnung bringen. Ich bin im Somerset House und überwache Aufträge. Komm dahin. Wir reden. Bis dann. Ich glaube, sie will sich anfreunden. Bagley, wer war das? Ich habe Nauts Namen und Gesicht durch die üblichen Datenbanken gejagt und das Ergebnis war nichts. Oh, Naut. Okay, ich hab's kapiert. Wir werden doch nicht einfach tun, was sie sagt, oder? Wir haben keinen Grund, ihr zu vertrauen. Meiner Ansicht nach ist es das Risiko wert. Sie scheint ein echter DedSec-Fan zu sein. Und ich hab sie lieber zum Freund als zum Feind. Wenn sie nicht zu Zero Day gehört, weiß sie vielleicht, wer es tut. Und wenn sie zu Zero Day gehört, ist es vermutlich eine Falle. So oder so, wir kriegen neue Informationen. Stimmt. Dann mal los. Das werden wir allerdings erst im nächsten Video für euch beenden. Von daher kann ich nur sagen, have fun, euer Aboram. Bitte lasst ein Abo da oder einen netten Kommentar. Bis demnächst.